Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir wieder gemeinsam backen. Und zwar habe ich einen ganz speziellen Geheimtipp für euch. Dieser Geheimtipp macht eure Brote nicht nur unglaublich flaumig und lange haltbar, sondern er fügt auch noch eine wahre Sinnflut an Nährstoffen hinzu. Und zwar handelt es sich dabei um das sogenannte Abfallprodukt Molke. Molke fällt als Nebenerzeugnis bei der Herstellung von Käse und Frischkäse an, ist sehr reich an Proteinen, Vitamin B, Calcium und Kalium. Außerdem ist sie recht fettarm, lindert Verdauungsprobleme und stärkt die Funktion der Leber. Und als Geheimzutat beim Brotbacken macht sie das Brot innen super luftig und fluffig und außen schön braun und knusprig. Kommt mit, ich zeige euch, wie es geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich meine Molke herbekomme, ich habe da so ein kleines Gerät, wo ich mir regelmäßig meinen Frischkäse selber mache. Ich habe nämlich eine sehr lästige Laktoseintoleranz und deswegen mache ich mir meinen Frischkäse laktosefrei, den gibt es teilweise nur schwer zu kaufen und so habe ich halt angefangen, mir das selber zu machen. Ihr bekommt Molke aber auch im Supermarkt, im Kühlregal oder im Reformhaus als Pulver, das ihr dann mit Wasser zur gewünschten Menge anrührt. Die Basis für meinen Frischkäse ist laktosefreie Milch, Joghurt und Schlagrahm, also Schlagobers. Und nachdem das 8 Stunden warm gehalten wurde in dem Gerät, kommt es nachher in so einen Siebaufsatz und in den Kühlschrank hinein, wo die Molke eben abtropfen kann und eine wunderschön feste Konsistenz des Frischkäses entsteht. Die Zutaten für dieses tolle Fluffy-Brot sind 500 Gramm Weißmehl, da ist egal welches, ich hatte hier Urdinkelmehl, 1 Teelöffel Salz, ein Päckchen Trockenhefe, 300 ml von der tollen Molke und 50 ml Olivenöl. Zuerst mischt ihr das Salz mit der Trockenhefe und dem Mehl gut durch. Dann formt ihr in dem Mehl eine Kuhle und dort hinein kommt dann die Molke und das Olivenöl. Mit einer Gabel vermischt ihr dann von innen nach außen langsam das Mehl mit der Flüssigkeit, so entsteht ein patziger, klumpiger Teig und den könnt ihr dann auf die Arbeitsfläche kippen und dort anfangen, ihn herzhaft zu einem geschmeidigen Teig durchzukneten. Beim Kneten müsst ihr einfach nur ein bisschen durchhalten. Am Anfang ist das noch recht klebrig und patzig und unangenehm, aber dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen mehr Mehl und knetet herzhaft weiter und ihr werdet merken, dass der Teig nach und nach immer geschmeidiger wird und es richtig Spaß macht, sich da reinzuhängen beim Kneten. Je besser ihr knetet, desto flaumiger und fluffiger wird nachher euer Brot. Die Teigkugel dann nochmal mit Mehl einstreichen und in einen Topf mit einem Deckel oder einem Geschirrtuch abgedeckt für mindestens 2 Stunden gehen lassen. Wenn dieses Video interessant für euch ist, wie wäre es mit einem Abo? Oder werdet sogar ein Mitglied meines Kanals? Mitglieder erhalten spezielle Vergünstigungen und helfen mit, dass ich noch mehr Videos wie dieses erstellen kann. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Nach 2 Stunden könnt ihr mal nachsehen. Jö, der Teig schaut wirklich großartig aus. Das lässt schon Gutes vermuten, wie toll der aufgegangen ist. Dann kippt ihr ihn nochmal auf die bemehlte Arbeitsfläche, knetet noch einmal rassig durch und formt dann den Brotleib, so wie ihr ihn haben wollt. Der kommt dann auf ein Backblech, wird nochmal mit Mehl bestreut, dann an der Oberfläche etwas eingeschnitten, damit er beim Aufgehen und Backen nicht so reißt. Und danach lasst ihr ihn dann noch einmal kurz, so 20 bis 30 Minuten aufgehen. Nach dieser Zeit befeuchtet ihr die Oberfläche, also besprüht
das Brot mit Wasser, damit sich eine knusprige Kruste bildet, und dann kommt es bei 200 Grad für 35 bis 40 Minuten in den Backofen. Und schaut euch das an! Meine Güte, ist dieses Brot aufgegangen und herrlich braun, das macht eben die Molke, und wunderbar knusprig, da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Wow, was sagt ihr zu diesem Riesenbrot? Unglaublich, nicht? Eine absolute Nachmacheempfehlung. Ich werde mir das Brot jetzt schmecken lassen, oder besser gesagt, ich schaue, dass mir meine Jungmannschaft noch etwas davon übrig lässt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Erfolg bei euren Backprojekten und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Mmh.